Ja, merci für mal. Genau, Mara hat es schon gesagt, ich lebe, oh nein, seit 3 Jahren, aber das Mikrofon kann ich immer noch einstellen. Aber heute ist tatsächlich, sind mehrere Premieren für mich. Ich bin das erste Mal seit 6 Jahren wieder in einer Kante inne. Ich bin das erste Mal, glaube ich, bewusst in Thun. Ich habe einen Text dabei, den ich heute am Nachmittag fertig geschrieben habe, und das erste Mal Kontaktlinsen drin. Das heisst, falls irgendetwas schief geht, könnt ihr es auf irgendetwas von all diesen Sachen schieben, aber nicht auf mich. Genau, ich habe einen Text dabei, wo es um die Generation vor mir geht, und der Text geht so. Je älter ich werde, desto mehr denke ich über meine Eltern nach. Ich werde bald 25 und die Zahl hängt über mir wie eine dunkle, schwarze Wolke. Mit 25 da hat meine Mami schon ihr erstes Kind und wieder verloren. Mit 25 hat mein Papi meine Mami schon geheiratet und ich bin in ihrem Bauch vor mir hergewachsen. Und wo bin ich mit fast 25? Ich stehe mit einem Bein im Leben, habe einen Bachelor, der mir nichts bringt, immer noch keinen Plan, was später aus mir werden soll, wer später aus mir werden soll, und frage mich wie immer nach dem Sinn. Ja, ihr habt es einfacher gehabt, Mami und Papi. Ihr habt geheiratet, ein Kind gemacht, dann noch 2 mehr, ein Haus gekauft und einen Hund dazu. Der Papi ist arbeiten und Mami hat uns beigebracht, wie man Schuhe bindet, Nudeln kocht und das Zimmer richtig aufräumt. Eure Welt war kleiner als meine. Meine Welt mit 25 hat so viele Freiheiten drin, dass ein manchmal strömlig wird. Und gleich würde es für nichts auf dieser Welt eintauschen. Ich habe oft das Gefühl, dass ich ganz anders bin als dir. Meine Mami hat 10 Geschwister, nie ein Wort Englisch gelernt und kennt den Begriff Feminismus nur aus dem Fernsehen. Mein Papi denkt nur in Zahlen, lässt die Musik, die ich Kopfweh bekomme, davon, trinkt billiges Bier aus Dosen. Da sehe ich mich nicht drin, da will ich mich nicht drin sehen. Und gleich weiss ich, dass ich irgendwann eine Mischung aus diesen 2 Menschen werde. Und das macht mir Angst. Wenn ich höre, wie andere Leute über ihre Eltern reden, dann zieht sich mir der Hals zusammen. Jedes «Meine Eltern waren immer für mich da» ist eine steche Brust. Jedes glückliche Ehepaar, ein Schlag im Bauch und jedes Familiennacht, wo wir zusammen retten, haben sie Ohrfeigen. Wo ich meiner Mami erzählt habe, dass ich jetzt beim Psychiater bin, ist sie für einmal im Leben ganz still geworden. Ich musste nicht erklären, wieso ich die Therapie brauche, weil wir es beide immer gewusst haben. Und jetzt steht das Wissen, dass ich probiere, mich von all dem zu lösen, was sie in mir gepflanzt hat, immer zwischen uns. Als ich meinem Papi erzählt habe, dass ich Krebs habe, hat er mich einmal besucht, mit Augen, die vor Überforderung die eigene Tochter, die mit Glatzen und Schläucherbrust im weissgelb gestreiften Spitalbett liegt, nicht mehr anschauen konnte und ist dann aus meinem Leben verschwunden. Die monatlichen Zahlungen auf mein Konto, der einzige Beweis dafür, dass ich immer noch sein Kind bin. Meine Mami kann mich nicht loslassen und mein Papi hat mich nie haben können. Das Nest vom Elternhaus, in meinem Fall, baut aus Dornengestrüpp mit Widerhaken an dicken Ranken, die im Stechen und gleichzeitig daran hindern, das Nest jemals richtig zu verlassen. Weil sobald ich heimkomme, bin ich wieder Tochter und nicht mehr emanzipierte Frau. Ich liege in meinem Bett, im gleichen Zimmer wie vor 20 Jahren, starre die gleichen Maserungen an der gleichen Holzdecke an. Und wenn es aus der Küche heisst, essen, rufe ich immer noch zurück. Ich komme gleich, um dann die ersten 5 Minuten tatsächlich runterzukommen. Ich sitze immer noch auf dem gleichen Bänkchen unter dem Schaft mit all diesen Gläsern drinnen, der Rücken mittlerweile ein bisschen bogen, weil ich sonst den Kopf an eben dem Schaft anschlage und esse in meiner Kindergabel mit einer Giraffe auf dem Griff Nudeln und Erbsen und ein Simus auch ein bisschen Salat. Ich schaue am Abend immer noch die gleichen Filme mit meiner Mami und lasse mir das gleiche Mikrowellenpopcorn von ihr in die Hand drücken, die gleichen grünen Plastikschale mit der gleichen Billigversion von Cola aus einem alten, ausgewaschenen Senfglas. Dabei werde ich jetzt bald 25. Ja, je älter ich werde, desto mehr denke ich über meine Eltern nach. Und auch wenn ich es nicht wahrhaben will, fällt mir immer mehr auf, dass ich doch mehr mit ihnen gemeinsam habe, als denkt. Mit bald 25 habe auch ich schon ein Kind verloren, wie meine Mami.
Ich flüchte mich bei Problemen mit Alkohol, wie mit Papi, ich gehe einen Konflikt aus dem Weg und zucke zusammen, wenn jemand laut wird oder die Hunger hat, wie meine Mami. Ich mag mir nicht eingestehen, wenn es mir schlecht geht und kann nicht über Gefühle reden, wie mit Papi. Ich bin eine Mischung aus zwei kaputten Menschen und umarme mich selber, damit keine Teile von anfallen. Ich bin eine Mischung aus zwei kaputten Menschen und probiere krampfhaft etwas anderes zu sein. Ich bin eine Mischung aus zwei kaputten Menschen und hoffe verzweifelt, dass zwei Negatives ein Positiv geben. Ich bin ein Bündel Generationentrauma und muss mich Woche für Woche wieder neu aufreißen, um mir selber ein neues Fundament zu bauen. Das ist, was meine Eltern mir mitgegeben haben fürs Leben. Zu wissen darum, was ich nie werden will. Mit bald 25 denke ich so viel über meine Eltern nach wie zuletzt mit 11, wo ich probiert habe zu verstehen, wieso meine Mami immer brüllt und mein Papi weg ist. Ich bin immer noch gleich hässig wie damals, wo mein Papi das erste Mal nicht an meinen Geburtstag gekommen ist, und immer noch gleich traurig wie damals, wo meine Mami mir das erste Mal gesagt hat, sie will mich nicht. Das ist ein Kind in mir, das nie hat dürfen sicher sein. Und mit bald 25 ist es meine Aufgabe, meine eigenen Eltern zu sein. Je älter ich werde, desto mehr denke ich über meine Eltern nach. Und je mehr ich über meine Eltern nachdenke, desto mehr erkenne ich, was ich alles anders machen würde als sie. Merci vielmals.